Bonfire. So, meine Freunde, da sind wir wieder. Hier bei Resident Evil 6. In der Chris-Kampagne sind wir jetzt. Mittlerweile in der zweiten Folge. Ja, wir haben, sind am Anfang einem konfusen Chris begegnet. Oder Chris heißt er. Der nicht mehr weiß, was passiert ist. Und von seiner Einheit zurückgeholt wurde. Und mittlerweile sind wir in HQ. Wir Tokio haben Peak Ash erreicht. Angekommen. Verstanden. Die Stadt, wurde ausgesandt, um bei der Rettung zu helfen. Wo auch Leon und Helena waren. Wahrscheinlich ist es die Nacht, in der sie auch ankommen werden. Und wir haben den Auftrag, Peak Ash zu erreichen. Wir wurden entdeckt. Sie sind genau über uns. Oh, nett. HQ und Bravo Team. Nicht mit mir, Lutscher. Alpha Team ist von Feinden umringt. Machen Sie, dass Sie zum Team ankommen. Ah, Alpha Team. Wir sind nur noch zu zweit. Das nennst du Team? Ja, das ist ein Team. Alpha Team, hier Bravo. Ja, wo Bravo? Ihr Alpha-Team. Verstanden. Wir tun, was wir können, bis sie kommen. Noch halte ich Stellung. Aber jetzt habe ich keine Fässer mehr. Lebt ja doch noch. Explosion hier. Das ist jetzt wieder richtig Action, merkt man. Alter! Du kleiner Huso. Die Leon-Kampagne war ja noch ein bisschen Horror, aber das hier ist ja jetzt schon wieder Knallbang. Action ohne Ende. Nein, ich find's trotzdem gut. Ist ja Horror mit drin im Spiel. Alter. Sollte vielleicht mal in Deckung gehen. Ist es. Boah, jetzt kriegt er auch noch so einen Ausruf. Bei uns ist alles klar. Waffen sichern! Lass keinen Jabo entkommen! Echt mal, keinen kommen lassen hier. Stellen Sie Ihr Ziel aus, dann beenden wir das! Wow, das ist ein Doppelarmwüchsiger! Leute! Bisschen Hilfe wäre nicht zu verachten, danke. Chris! Sie sind tot. Ja, gleich in Folge 2 gestorben. Verdammt. Oh, jetzt müssen wir noch von Anfang an überleben. Wir sind genau über uns. Hey. Skidoo. Bum bum. Sieht zwar nichts, aber egal. Solange die ordentlich was droppen, ist mir alles egal. Wir tun, was wir können, bis sie kommen. Zieh dich. Treffen muss ich noch üben. Ist nur für ein Samurai. Boah, die kriegen alle so einen Auswuchs. Alter.
Penner musst du wirklich ihren scheiß Kopf wegschießen. Ich würde das hier nichts. Die Arme darfst du nicht treffen, gut. Dann kriegen sie Arm auswüchse. Ich schätze mal, später werden die auch an anderen Körperteilen auswüchse kriegen. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Ja, jetzt halt er gekommen. Lass keinen Jabo entkommen! Ja, endlich! Wählen Sie Ihr Ziel aus, dann beenden wir das! Wie wär's, wenn ihr einfach mal schießt? Ja, nicht rumquatschen. Und dann schießen. So, von hinten. Wo ist der Javo-Flieger? Alle BOWs wurden eliminiert. Oh. Alpha-Team, helft Bravo-Team, die Zivilisten da wegzuschaffen. Na los, Bravo-Team, Alpha-Team. Hä? Sind die nicht das Bravo-Team? Ach so, das Alpha-Team soll dem Bravo-Team helfen. Also wir helfen denen. Gut. Pille fressen und dann geht's da rein. So, mal gucken, wie viele Folgen ich aufnehme. Ich glaube, ich werde erstmal zwei aufnehmen. Also diese hier noch. HQ an Alpha, Ihre Mission liegt vor. Retten Sie die Geiseln auf der ersten und der siebten Etage und verlassen Sie das Gebäude. Sobald alle Teams raus sind, wird die Bombardierung gestartet. Boah, wo kommt er denn her? Komm, Bitch, wir boxen uns. Alter, das juckt die gar nicht, wenn ich schieße. Was geht hier ab? Bin ich ja voll im Krieg. Hast du Kopfschmerzen? Das tut mir aber leid. Scheiß Jabo. So, Javo-Lutsch. Leg dich nicht mit Mr. Redfield an. Okay. Komm ich da durch? Und noch irgendwie schlittern. Da muss ich aber nicht runter. Okay. Kisten. Nachladen. Hoch. Nein, nicht hoch.
Warum ist er Redfield? Kiste. Was haben wir? Wow. Noch so schönes. Okay. Hier ist anscheinend nur, Vorräte auffrischen. Muss auch mal sein. Gefällt mir. Pierce, die versperren mir den Weg, ja, das, ist Arbeitsbehinderung des Vorgesetzten, dafür werden sie, geköpft. Javos erledigt das. Oh, erstmal die nächste Kiste hier. Ich wollte gerade sagen, ist das für ein Taliban? Naja, wie geht's? Alter, was ist das für ein Mongo-Soldat da hin? Alter! Läuft an den Viechern vorbei. Die Viecher haben den aber auch nicht gesehen. Ich brauche doch keine Fähigkeitenpunkte, ich brauche Munition, Leute. Weg da. Oh, das... Was ist das? Alter, jetzt kommen hier schon die fetten Spinnen an oder was? Alter, ist das räudig. Alles klar. Reinstürm ist vorbei. Die Sache hat sich erledigt, Leute. HQ an Alpha. Die Geiseln sind genau vor Ihnen. Ja, lass mich doch mal durch. Feinde und holen Sie die Leute raus. Sie nehmen die Viecher überhaupt Geiseln? Was soll das? Ach, V. Hier, Alpha. Verstanden. Wir gehen rein. Alter! Die sind jetzt echt damit weggelaufen. Ah, da musst du nochmal husten. Pierce, aus dem Weg. Den Jaul nicht mehr. Schieß doch mal! Alpha an HQ. Geiseln auf der 7. Etage sicher. Ja, eine. Wo ist die andere Geisel? Ein Stockwerk über ihn. Retten Sie die Geisel aus dem 8. Stock. Alter. Scheiße, Jens? Alter, was seid ihr für Soldaten? Die Viecher stehen neben euch.
Linie. So, 12. Stockwerk hoch hier. Ja, von da kam ich doch, ne? Boah, diese Spinnviecher. Ekelhaft. Inbleiben! Das ist die BSA! Etage. Na, ist die Geisel im Erdgeschoss. Hier sind so räudig. Jetzt die Treppe. Ich weiß nicht mehr, wo die Treppe war. Von erste Etage. Ist die Geisel unter mir. Ist das nicht die erste Etage, wo ich hier bin? Fahren wir Fahrstuhl. Ja klar, vom 7. runter ist ja nicht die erste Etage. Scheiße. Delta One an HQ. Alle Geiseln auf der 15. Etage sind sicher. Verlasse jetzt das Gebäude. Okay, bleiben nur noch wir. Er steht. Was jetzt? Ich steige durch das Dach. Helfen Sie mir. Ach, du steigst durch das Dach. Geht klar. Mit dem Matau. Roger. Aus. Jetzt bin ich hoch. Oh, fuck. Ja, sicher, das ist aber ganz schön schräg geflogen, das Ding. Alles okay? Ja, alles in Ordnung. Was? Hallo, Piers. Wäre nett, wenn du mal rüberkommen würdest. Alter, der Typ lässt mich eiskalt sterben. Muss ich auch was trinken. Alter. Wieso lässt der mich eiskalt sterben?
Alter, was hat der für eine fette... Sie scheinen hier nicht willkommen zu sein. Na los, die schaffen wir. Ja, wieso zielt der denn nicht? Ach so. Oh. Das. Hier nach. So. Boah, was geht denn hier ab? So. Wenn ich jetzt mal in Ruhe umgucken dürfte. Vielen Dank. Jetzt tiefer runter. Hier Delta One, habe das Gebäude verlassen. Ich bin für dich, Delta One. Ich darf mich hier mit den Viechern noch rumschlagen. Hier Delta Two, habe das Gebäude verlassen. Hier HQ, verstanden. Alpha ist noch im Gebäude. Die Bombardierung beginnt, sobald sie raus sind. Oh. Fett. Ob hier ist es, machen wir jetzt? Ich gehe rein. Bereit? So. Nicht auf jeden Fall. So. You kick in your face, bitch. Alter! Geisel im Erdgeschoss sicher! Zielen soll gelernt sein. Und jetzt raus da. Ganz ruhig, my lady. Ihr geht raus. Ja, immer mit der Ruhe. Folgen Sie mir. HQ kommt. Allen Geiseln geht's gut. Alpha Team ist raus. Verstanden. Bombardierung gestartet. Mist, wir sitzen in der Falle. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. HQ an Alpha. Auf der dritten Etage ist Ihr Ausgang. An der Westseite des Gebäudes befindet sich ein Balkon. Beeilung. Alpha Team, sofort raus da. Die Bombardierung des Gebäudes steht kurz bevor. Flugzeuge sind im Anflug. Wir sollten weg sein, wenn das Feuerwerk startet. Wir starten den Bomben.
Angriff. Wir sind denen wohl egal. Das Gebäude macht's nicht mehr lange. Anscheinend fängt Chris an, sich zu erinnern. Naja, wir haben den Goldrang. Und ja, ich würde sagen, guter Zeitpunkt, diese Folge zu beenden. Naja, da haben wir doch ganz gut alle Geiseln aus dem Gebäude befreit. Teilweise brauchen wir doch schon ganz schön gute Reflexe. Also ich muss mich jetzt mal wieder mit der Steuerung richtig einmurksen. Aber ich schätze mal, das sollte zu schaffen sein. Ja, 132 Feinde haben wir abgeknallt. Ich würde sagen, das ist gar nicht schlecht, ja, also. Für ein Kapitel. Super. Naja, ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. Und vielleicht kriegt der gute Chris ja schon in der nächsten Folge sein Gedächtnis zurück, denn eben hat er sich ja anscheinend auch einen gewissen Finn. Keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht finden wir es heraus. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Haut rein. Resident Evil 6.